Ich würde es gerne im Stehen machen, wenn es geht. Ja, also nach der Kaffeepause letzter Slot. Ist immer ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Meistens hat man jetzt schon die Lust, nach Hause zu gehen. Ich versuche es nicht zu... ich versuche es ein bisschen interaktiv zu machen. Ich glaube, durch den leicht oder dezent schwäbischen Akzent braucht man dann doch etwas mehr Aufmerksamkeit. Aber ich versuche... Hochdeutsch zu sprechen, also nicht keine Angst haben. Wer bin ich? Ich bin vom Verband der deutschen Internetwirtschaft. Wie Sie sehen, bin ich alles andere als ein Lobbyist. Und Lobbyisten haben normalerweise Anzüge an. Ich bin eher nicht rasiert und habe keinen Anzug an. Ich bin meiners... Nochmal? Tarnung. Genau, den kann ich ablegen. Ich bin seit 1996 im IT-Sicherheitsumfeld unterwegs, habe bei etliche größere Unternehmungen Sicherheitsabteilungen aufgebaut von null auf und habe mich dann im Endeffekt seit 2008 in den Verband der deutschen Internetwirtschaft bewegt und dort sämtliche Sicherheitsprojekte, die dort ins Leben gerufen worden sind, wie botfrei.de oder Initiative S, paneuropäisches Projekt, wo 28 Staaten oder 14 Staaten, 28 Partner gemeinsam an seiner Cybersicherheitslösung arbeiten. Das sind so meine Aufgabenelemente, eher praktischer Natur, aber auch so, wie Sie jetzt hier sehen, in Form von Sprechslots oder von Schulungen, um einfach die IT-Sicherheit ein bisschen näher zu bringen. Um zu gucken, auf welchem Niveau ich jetzt hier weiterfahre, ich habe die Folien bewusst ohne Technik gemacht, würde ich gerne mal kurz um Handzeichen bitten, wer von Ihnen Techniker ist, also richtig Techniker. Da. Nee, also mit Programmierung und so ein Kram. Oder wer eher Anwender ist. Fragen wir mal andersrum. Wer ist eher Anwender von IT-Produkten? Okay. Gut. Also es geht um das Thema Initiative S. Was ist Initiative S? Initiative S ist gefördert vom Wirtschaftsministerium. Haben Sie alles schön mit Ihren Steuergeldern bereits bezahlt, was ich Ihnen hier zeige. Und ich möchte Sie einfach nur motivieren, dass Sie die Steuergelder, die wir hier gerade in Ihrem Namen ausgeben, dass Sie die auch nutzen und auch nutzen können. Und ich möchte Ihnen zeigen, warum wir das überhaupt aufgesetzt haben. Den hier hat sicherlich jeder schon mal in der Presse gesehen, auf dem eigenen Rechner natürlich nicht, weil das haben immer nur die anderen, die Nachbarn. Aber so etwas hat man normalerweise nicht selber auf dem PC drauf. Das ist ein BKA-Trojaner, wie der sich so schimpft in der Umgangssprache. Hat nichts mit dem BKA zu tun, sieht ein bisschen optisch so danach aus, aber nicht wirklich. Es gibt Versionen, da wird da oben Deutschland eingeblendet, allerdings ist das dann nur der ostdeutsche Teil. Also man, und auch in der Sprache, wenn man sich das dann anguckt, wird man feststellen, es ist nicht wirklich vom Staat. Was man da tun soll als Anwender, man soll zur Tanke laufen, soll sich über ein anonymes Zahlungsmittel 100 Euro lösen, dann dort unten in den Schlitz den Vouchercode eingeben, auf OK drücken und dann würde der Rechner wieder entsperrt werden. Und wenn man das nicht tut, würde man strafrechtlich verfolgt werden. So ist diese cyberkriminelle Ader ausgelegt. Schätzen Sie mal, wie viele Leute in Prozent, die diese Splash-Meldung bekommen, tatsächlich zur Tanke laufen. Wie viel bezahlen? Wie viel Prozent bezahlen, die das angezeigt bekommen? 80 ist viel zu viel, aber also das ist viel zu wenig. Es sind tatsächlich um die 10-12%, die da zahlen. Und wenn man auch mal nachgefragt hat, welchen Bildungsstand sie haben, da gibt es so anonyme Meldeformulare, wo man dann zusammenklicken kann, wie alt ist man, welchen Beruf übt man aus. Es geht wirklich durch alle Schichten durch. Hauptsächlich Männer, die das bezahlen und hauptsächlich, doch, und auch hauptsächlich, also wirklich jüngere Leute. Denn was machen die Kollegen, wie verteilen die diese Schadsoftware auf Webseiten, wo diese Meldung auch tatsächlich stimmen könnte. Sprich, wenn hier irgendwas geschrieben wird, du hast Kinderpornografie drauf, dann war ich vielleicht vorher auf einer Pornoseite und könnte ja was im Cache liegen haben. Und die Leute kriegen dann meistens Angst und zahlen, weil sie haben, ne, sie möchten ja nicht, dass diese Frau mitkriegt,
oder dass die Eltern mitbekommen, dackeln dann los und denken, um Gottes Willen, ich kann hier eine Strafverfolgung ausbremsen oder die wird nicht gemacht und schwupp rennen sie dann zur Tanke und zahlen. Geschätzt in Deutschland am Anfang, als der ausgerollt worden ist, 2011 hat die Welle angefangen, waren ungefähr 4000 Rechner täglich mit dem Kram infiziert. Wenn Sie jetzt mal rechnen, 4000 Rechner täglich, 10% zahlen, mal 100, deutlich. Es gibt natürlich jetzt auch noch bösartigere Varianten, das ist jetzt noch eine ältere Version, da ist die Zahlungsquote sogar noch viel heftiger. Da wird aber auch nichts mehr von der Bundespolizei gesprochen, sondern da zeigen die Kriminellen ihr wahres Gesicht und sagen, ja, wir haben deine Daten jetzt entführt, indem wir die Festplatte verschlüsselt haben. Das stimmt auch tatsächlich. Die Festplatte ist verschlüsselt. Und dort wird dann eben angegeben, dass wenn man innerhalb von 24 Stunden eine Zahlung leistet, wird diese Verschlüsselung der Platte wieder rückgängig gemacht. Wird Druck aufgebaut, indem eine Zahl dort steht, ein Counter, der nach unten zählt. Und es steht auch wirklich dort nach 24 Stunden so, jetzt hat sich der Preis um einen Faktor 3 erhöht. Und einen Faktor 10 erhöht. Das hat so weit geführt, dass sogar Polizeirechner, die infiziert worden sind, in den USA drüben, die Polizei tatsächlich Zahlungen im Wert von 4000 US-Dollar geleistet hat, um die Rechner wieder rauszukriegen. Wer hier kein Backup hat von seinen Daten, hat verloren. Nicht alle. Da gibt es unheimlich viele Versionen. Allein von dieser Variante hier gibt es in mehreren Ausprägungen. Einmal wird nur der Browser flankiert. Das heißt, es wird einfach nur über ein JavaScript was reingebaut und der Browser reagiert einfach nicht mehr. Wenn man ihn zumacht und wieder startet, öffnet sich es dann wieder, aber das System selber ist gar nicht angegrapscht. Es gibt viele Versionen, viele unterschiedliche Versionen. Es gibt auch Versionen, die sind richtig blöd, weil sie immer den gleichen Algorithmus verwenden zum Verschlüsseln von Daten. Und wenn man da eine Datei gehabt hat, kann man sie tatsächlich zurückrechnen. Es gibt aber auch Versionen, die kann man nicht mehr zurückrechnen. Ein Kryptologger zum Beispiel ist einer, den kriegt man nicht tot. So, da hilft dann nur Zahlen, würde ich nicht machen. Ganz, immer ganz schlecht, weil dann geht man auf eine Erpressung ein. Aber da sollte man vielleicht hervorsorgen und im Endeffekt Backups machen. Aber das macht keinen. Also ein Privatanwender macht das nicht. Dann kommt man aus der Nummer gar nicht mehr raus. Nö, Rechner neu. Den Schlüssel kriegt man, also manchmal, es kommt auch wieder auf die Variante an, ne? Wenn man bezahlt hat, kriegt man tatsächlich den Entschlüsselungsalgorithmus und kann dann seine Festplatte wieder entschlüsseln. Es gibt Varianten, bei denen geht das. Aber ich würde mal sagen, darauf würde ich jetzt nicht setzen. Ja? So, wie kommt der Kram auf den Rechner? Ich habe ja gesagt, ne? Irgendwo hat man sich das eingefangen, entweder eine E-Mail, da kam eine Rechnungsexe angeflogen, die ausgesehen hat, als wäre es eine Rechnung von Vodafone. Ich bin selber, wie bitte, oder Telekom oder wer auch immer, oder 1&1. Können Sie sich, oder eine Mahnung von einem Anwalt, wer es abmahnen will. Der YouTube-Fall oder YouPorn-Fall mit dieser Geschichte wurde ja auch von Cyberkriminellen innerhalb kürzester Zeit aufgenommen und dann im Endeffekt für genau solche Zwecke missbraucht. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder man hat irgendwelche E-Mail-Anhänge in irgendwelchen E-Mails aufgemacht und ausgeführt. Ich selber habe auch mal eine aufgemacht. Ich davon ausgegangen bin, das ist tatsächlich meine Vodafone-Rechnung gewesen. Gott sei Dank hatte ich ein Mac-System, das Ding, also jetzt nicht, weil Mac sicherer ist, aber in dem Fall war das Mac-System tatsächlich sicherer, weil es halt eine Exe-Datei war und sie hat halt nichts ausgelöst. Aber wenn man tatsächlich Kunde ist und seine Rechnung am 18. bekommt und so eine Spam-E-Mail kommt dann rein, denkt man nicht dran, man drückt, wie immer, man drückt drauf, Doppelklick, will es ausdrucken, zur Ablage legen, zack, hat man sich das Ding angefangen. Sieht man es auch nicht. Wie bitte? Ich habe doch eine Datei angehängt. Und die Datei habe ich nicht, ich habe bei dem Fall nicht auf die Dateiendung geachtet. Es stand schon pdf.exe dort und habe drauf gedrückt. Also ich habe aber nicht dran gedacht. Man sagt, man hat den E-Mail. Dann ist ein Link drin, den man erkennt. Aber in dem Fall war eine Datei drangehängt,
Die hieß Rechnung Exe, Rechnung PDF.exe, hat eine laufende Nummer gehabt. Ich habe natürlich nicht geguckt, ob da oben die Kundennummer gestimmt hat. Das ist, ne? Ich bin davon ausgegangen, wenn jetzt eine Telekom-Rechnung über meinen T-Mobile-Anschluss gekommen wäre, dann hätte ich gesagt, nee, nicht. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich eine Vodafone-Rechnung erwartet, habe es auch ausgeführt. So, kann jedem passieren. Also so ist es nicht. Aber den Fall, den Sie erzählt haben, dass man eine HTML-E-Mail zum Beispiel hat und da wird JavaScript ausgeführt oder über einen Drive-By-Exploit, da muss ja nicht mal was ausgeben. Es kann auch nur eine Grafik sein, die eingebunden ist oder sowas. Muss nicht ein JavaScript sein, eine Grafik sein, die eingebunden ist und von einem Server nachgeladen wird. Reicht schon, man hat sich einen Drive-By-Exploit eingefangen und tschüss. Also wenn man natürlich sich entsprechende Sicherheitslücken im System. Infizierte Webseiten. Tja, infizierte Webseiten, ich habe ja eben gesagt, wenn man auf Pornoseiten rumsurft, ist die Gefahr höher. Das möchte ich hier auch nachher noch belegen, dass es so ist, aber ich möchte auch gleich eine Klammer setzen, es ist nicht immer nur eine Pornoseite. Da ist man kann sich sowas auch auf Yahoo einfangen. Es passiert am Anfang des Jahres, hat vielleicht jeder mitgekriegt, vielleicht auch nicht. Zwischen Weihnachten und Neujahr, über 4 Tage hinweg, hat Yahoo Europa über die Werbebanner, die dort eingeblendet waren, genau diesen Kram verteilt. Zwischen Weihnachten und Neujahr. Und die haben Ewigkeiten gebraucht, bis sie es gefunden haben. Klar, die Webseite war nicht kompromittiert. Es war ein Werbebanner, ein Werbebanner von vielen, der einfach ausgespielt worden ist, je nachdem, wie die Cookies gesessen sind. Männlich, so und so alt. Sie kennen ja das Spiel, wie das läuft im Advertising, das zielgerichtet was ausgespielt. Also Werbebanner habe ich erwähnt. Downloads, USB-Sticks, brauche ich Ihnen wahrscheinlich auch nichts Näheres dazu sagen. Welche Schäden können bei Ihnen entstehen? Das sind nur meine Rechner, darauf spiele ich nur, das ist so die meiste. Geschichten und Online-Banking mache ich eh nicht. Man muss bei solchen Sachen immer betrachten, ja, der Schaden, der bei einem selber entsteht, der mag vielleicht dadurch ausgeblendet sein, dass man kein Online-Banking macht. Der Schaden, der aber durch sowas passieren kann, den andere betreffen, kann natürlich gleichwohl höher sein. Zum Beispiel das Argument, ich bin ein Windows, ein Mac-Anwender, Mac-User oder ein Linux-User, ich brauche keinen Virenscanner. Das ist, finde ich, eine fatale Geschichte. Warum? Klar, natürlich, erstens mal sind Mac-Systeme und Windows-Systeme auch nicht 100% gefeit. Das lassen wir aber mal dahingestellt. Die andere Nummer ist, wenn ich aus Versehen eine virale Mail weiterleite und einen anderen damit gefährde, weil ich eine E-Mail weitergeleitet habe, die vielleicht Schadcode enthält oder so ein Kram, dann habe ich Schadcode weiterverteilt und habe vielleicht meine Mutter, meinen Vater, meinen Freund in die Gefahr gebracht. Und wenn der dann keinen Virenscanner drauf hat, also nur mal so dahingestellt. Was kann auch passieren? Eine Manipulation im Online-Banking, klar, das betrifft jetzt wieder Windows-User. Wie sowas passiert, wissen Sie, wie das läuft? So eine Man-in-the-Browser-Attacke. Zeichnet man dieses Teil. Sie haben eine Schadsoftware drauf, diese Schadsoftware läuft auf Ihrem Rechner. Normalerweise haben Sie eine HTTPS-Verbindung, sagt man normal, ist gesichert, kann nichts passieren. Richtig, vom Rechner zum Rechner der Bank kann nichts passieren. Wo sind die Daten unverschlüsselt? Auf Ihrer Seite im Rechner, denn da geben Sie es ja ein. Es wird erst auf dem Transportwege verschlüsselt. Wenn ich also auf Ihrem Rechner eine Schadsoftware installiere, die Kontodaten, die Sie eingeben, ohne dass Sie sehen, weil ich kann ja auch die Eingabe, also das, was angezeigt wird, manipulieren, dann geben Sie die Kontonummer von Ihrem Vermieter ein, es wird an den Server übermittelt und während es übermittelt wird, gehe ich als Krimineller hin und tausche die Kontodaten einfach aus. Zack. Wenn Sie jetzt nicht richtig gucken beim TAN erzeugen, und da bin ich mir sicher, dass es nicht jeder macht, wenn er die TAN-Nummer gemacht hat, also die Kontonummer nochmal überprüft, was da dort steht, zack, ist die Zahlung weg. Das passiert innerhalb des Browsers, über HTTPS-Verbindung. Sie haben auch tatsächlich Ihre Bankenseite aufgerufen und bevor es transportiert wird an die Bank, wird es ausgetauscht. Einzelfälle? Nein, nicht Einzelfälle. Es gibt hier einen Rechtsanwalt in Köln, wir sind ja hier in Köln, der hat über 100 Mandanten mit Beträgen über 5.000 Euro bis 100.000 Euro Einzelfall, wo solche Zahlungen abgegangen sind vom Konto, manipuliert durch genau solche Trojaner. Also ich hatte bisher gedacht, dass die Verschlüsselung
im Browser selber passiert, wenn ich erkannt bin, ist das passiert. Nein. Okay. Hm. Es wird im Browser, es wird bevor es von der Applikation in die auf die Netzwerkschicht, also bevor, wenn es von der vom Layer 7 auf Layer, nee, von Layer 7. Von, Layer 8, genau. Genau, Layer 8 gibt es ein, Layer 7, und dann, wenn es da runter transportiert wird, dann wird es verschlüsselt. Ja? Wie sicher ist, also ich benutze so ein Online-Banking, dieses Kartenteil mit einer Karte von der Bank und den Code, den ich auf dem Gerät eingebe. Wie sicher ist das denn? In dem Falle nützt es gar nichts. Wenn Sie es auch mobiles TAN, vergessen Sie es. Nee, also ich habe so eine Karte, ja, ich PIN zu haben und benutze nur dieses. Sie meinen, Sie haben eine EC-Karte, Sie haben eine EC-Karte, Sie haben so ein Teil, Sie schieben das Ding da rein. Natürlich, das ist schon mal sicher, das ist Zwei-Vektor-Authentifizierung. Aber jetzt kommt's. Sie geben das ein, überprüfen Sie die Eingaben, die hier kommen, schauen Sie die wirklich penibel an. Ich gucke nochmal auf den Betrag, wenn ich ehrlich bin. Ob ich mich vertippt habe, sind es tatsächlich, ist es der, sind es 172 Euro. Ich gucke mir aber die. Ich habe ja nur so ein Gerät, wo ich die PIN eingebe. Der Rest passiert ja über die Software auf dem Rechner. Okay, Sie haben, machen Wenn ich das, wenn ich dieses Teil an. Es gibt ganz. Es gibt aber garantiert auch Software. Also erstens mal, wenn ich es gezielt drauf anlegen möchte, diese Geräte zu unterwandern, dann schaffe ich es. Dann programmiere ich gezielt dagegen. Aber momentan nutzen sehr viele. Zum Schalter laufen. Also ich kann ja da noch eine Anekdote erzählen. In Holland, ist hier ein Holländer, also in den Niederlanden, haben die auch diese Teile hier eingeführt. Der Holländer geht aber noch in die Bank zum Zahlen. Auch wenn er mit Online-Banking machen soll, geht er in die Filiale zum Zahlen. Was haben die Buben gemacht? Die haben Terminals aufgestellt, diese Teile hingelegt und lagen da. Was sind die bösen Buben gemacht? Die sind halt auch reingelaufen und haben es so gemacht, dass würden sie Zahlungen ausführen, haben aber die Geräte aufgeschraubt und ausgetauscht. Und in dem Moment, jedes Mal, wenn sie hier reingesteckt haben, dieses Teil, runterkopiert. Karten kopiert. Alle Daten weggeschickt. Das Einzige, was die Kollegen dazu gebraucht haben, ist ein Fahrzeug, was draußen gestanden ist, was in der Reichweite war, und dann ist es online übertragen, also live übertragen worden. Bis die Rabobank, oh, jetzt habe ich den Namen gesagt, festgestellt hat, dass die Geräte, die in ihren Filialen liegen, kompromittiert sind. Was glauben Sie, wie lange das gedauert hat? Ja. Nee. Was? Ja. UP, also UPS, dieser Dienst, also diese braunen Wegen, die da durch die Gegend eiern, die haben über 5 Monate lang auf sämtlichen Geräten in den USA, also da, wo sie in die Poststelle reingehen, Kreditkartenzahlungen machen und ihre Päckchen aufgeben, Malware, also Schadsoftware drauf gehabt, die bei jeder Online-Transaktion, die der Kunde, also bei jeder Transaktion, die er gemacht hat, rausgeschnüffelt hat. 5 Monate haben die das gebraucht, rauszufinden. Und das nach diesem Target Breach. Der Target Breach, haben Sie mitgekriegt, genau die gleiche Tätergruppe. Genau die gleiche Tätergruppe hat parallel, als sie bei Target das Ding gemacht hat, bei UPS die gleichen Kisten infiziert. Es ist das gleiche Point-of-Sale-System gewesen. Kann ich die Malware auf die gleichen Kisten bringen? Wie haben die da reingekriegt? Mit dem USB-Stick. USB-Stick fallen lassen, ein IT-Administrator hebt das Ding auf, schiebt es rein. Erzähle ich Ihnen nachher bei Gelegenheit auch noch eine Anekdote. Ich will jetzt, guck jetzt mal, dass ich das Programm da durch. Was kann da noch passieren? Ne? Schäden beim Nutzer. DDoS-Angriffe. Ja, ich habe keine Website, interessiert mich nicht. Ja, richtig. Sie interessiert es nicht, aber Sie arbeiten bei irgendjemandem, dessen Webseite wird bombardiert durch nutzlose Anfragen. Kann sogar so weit führen, dass in der Regel werden die Kollegen dann auch erpresst, die penetriert werden. Kurz vor Weihnachten. Und wenn Sie jetzt ein Geschäft haben, was auf Online-Shop, also auf Online-Business angewiesen ist, und da kommt ein Anruf und sagt, guck mal auf deine Webseite, ich zeig dir mal, wie schnell die weg ist vom Netz. Dann guckst du drauf, da wollte es tatsächlich weg. Ja, jetzt hast du 2 Möglichkeiten. Zahl 10.000 Euro oder wir machen dir dein ganzes Weihnachtsgeschäft am Arsch.
gibt einen Fall, den hat, macht immer die Polizei in Niedersachsen, wenn ich da so eine Präsentation halte wie hier, laden die einen Geschädigten ein, bei dem ist es genau passiert. Er hat 6 Wochen lang nicht bezahlt und hat mit Polizei zusammen rumgemacht. Dann hat er klein beigegeben, weil er gesagt hat, ich kann nicht mehr. So, mit was wird das gemacht? Mit Ihrem Rechner als Werkzeug, um es mal so auszudrücken. Missbrauch Voice over IP? Was könnte ich damit meinen? Genau, Ihr Voice over IP-Anschluss wird missbraucht. Warum? Eine Software drin ist, das ist auf einem Rechner, die wählt sich ein, nutzt die SIP-Daten und ruft im Sekundentakt 0900er Nummern an. Nicht in Deutschland, das wäre ja einfach, da kriegt man die Kohle ja zurück. Nein, Richtung, was weiß ich, Cayman Island, was auch immer. Und wann merken Sie es? Entweder weil Ihr Anbieter die Leitung zieht und sagt, so, jetzt hast du 35.000 Euro heute Nacht telefoniert, jetzt ziehe ich dir die Leitung weg und Sie wundern sich, warum Sie nicht mehr telefonieren dürfen. Oder wenn Sie die Rechnung bekommen, weil der Provider keinen Fraud-Mechanismus drin hat, dann erschrecken Sie halt, wenn dann die Rechnung kommt. Oder weil die Fritzbox kein Update hat. Oder so. Missbrauch als Proxy. Ihr Rechner wird missbraucht für kriminelle Geschichten. Was könnte das bedeuten? Ich surfe über Ihren Anschluss, gucke mir Kinderpornografie an. Weil ich eine Schadsoftware drauf habe, mit der ich über Ihre Leitung surfe. Jetzt rufe ich Kinderpornografie auf, jetzt kommt bei Ihnen irgendwann mal die Polizei vorbei. Weil Sie Kinderpornografie angeguckt haben. All das kann passieren, wenn Sie mit Schadsoftware konfrontiert werden. Also dann dieses Argument im Endeffekt, ich spiele doch nur auf dem Rechner oder ich mache kein Online-Banking, ist, wie soll ich sagen, naja, meine Meinung kennen Sie ja. Wo kommt das Problem her? Tja, wir haben alle schön automatische Updates eingeschalten bei sich am Rechner. Damit sind natürlich die Betriebssystem-Updates gemeint, alles was das Betriebssystem angeht. Wie viele von Ihnen haben noch Windows XP? Meldet sich jetzt natürlich keiner. Statistisch sind es 8,4%. Also richtige Windows-Maschinen, mit denen man im Internet rumsurft, gibt es 8,4% nach unserer Messung heute noch. Also eigentlich. Wenn Sie im Internet angeschlossen sind und da rumsurfen, dann. Ja. Als Proxy, genau. Aber wie gesagt, wer hat Windows 8? Gleiches Problem. Nicht Windows 8.1, sondern 8. Nee, Windows 8.1. 8.1 oder 8? Ja, bitte. Also Windows, wer noch Windows 8 hat, hat genau das gleiche Problem. Es wird auch nicht mehr supported. Wer hat noch Office 2003? Es ist komisch, also rein von der Statistik her müssten sich jetzt hier 3, 4 melden. Ich glaube nie an die Statistik. Ja. Aber im Endeffekt ist es nicht das Betriebssystem, weil das Betriebssystem hat man ja auf automatisches Updaten eingestellt. In der Regel sind Sachen, die man nicht selber beeinflussen kann. Oder die man schon beeinflussen kann, aber die halt nicht automatisch im Hintergrund passiert. Und das, was Sie hier sehen, ist ein Ergebnis aus dem Browser-Check, den wir anbieten, wo Sie auf die Webseite gehen können und können dann eben gucken, ob bei Ihnen alles aktuell ist, was Sie da im Browser hinterlegt haben. Und eins der größten Sicherheitslücken haben, was weiß ich, 20% der Internetnutzer auf dem Rechner, aber tatsächlich benötigen tun es 0,001%. Ist Java. Wird nicht zu verwechseln mit JavaScript. Java ist eine ganz andere Geschichte. Das ist auch daran nicht, dass wir ein Update bekommen. Nee, alle. Also ja, gerade bei Java, weil ich habe einen Rechner von meiner Frau, der sagt täglich, das Java Update. Ja, macht sich. Das ist aber nicht gut. Das ist ein Problem. Du musst dich halt ab und an. Oder einfach ein Pixelchen drauf spielen. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist jetzt, Java habe ich jetzt hier mit Fingerpointing dagegen geknallt, weil Java halt auch noch eine Sondersituation mit einnimmt, weil auf den vorinstallierten Rechnern, die man im Mediamarkt bekommt, sind die immer standardmäßig mit installiert. Man braucht sie aber wirklich nicht. Es sei denn, man ist Minecraft-Spieler oder man hat irgendwelche Sonderanwendungen oder eventuell auch Gewerbetreibende, die ihre Einkommensteuer über Elster machen müssen und die Webseite benutzen. Aber dafür gibt es Lösungen. Wenn man Java nicht braucht,
Wenn man seine Einkommensteuer kann man auch über eine Software abfackeln, da muss man nicht über den Webservice funktionieren, da braucht man es nicht. Oder man könnte im Endeffekt auch genau für solche Zwecke eine virtuelle Maschine einrichten, wo halt Java drin ist. Aber Java im Browser standardmäßig aktiviert, braucht kein Mensch. Aber ist statistisch gesehen, und zwar über 90% aller Kompromittierungen werden über Java-Exploit gemacht. So, also mal gucken daheim. Deinstallieren. Deinstallieren ist immer, wenn man es, Sie werden es schon merken, na, wenn Sie in 2 Jahren merken, dass Sie es brauchen, dann brauchen Sie es nicht wirklich. Auch da, auch bei, ja, bei OpenOffice gibt es eine, kann man einstellen, dass die Implementierung innerhalb des Browsers nicht aktiviert ist. Ja, aber es ist nur das Plugin. Es ist nur das Java-Plugin für den Browser gemeint. Ne? So. Du hast eine kurze Zwischenfrage, du sagst, das Elster-Programm an sich. Braucht keins. Nur wenn man die Web-Oberfläche nutzt und eben dort, also auf elster.de oder so, oder wie das Teil heißt, arbeitet, dann braucht man es. Ansonsten braucht man es nicht. So, ich habe jetzt mein System relativ gut gepflegt, wie Sie sehen, weil eigentlich, wenn ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn Sie heute Abend, werden Sie nicht machen, weil Sie es vergessen haben, den Browser-Check ausführen, dann müsste nochmal, in der Regel ist was rot, in der Regel ist viel gelb und nichts grün, wenn man es nicht regelmäßig macht. Das da unten sind so Tools, die können wir nicht überprüfen mit dem Browser-Check, weil die von der Applikation mitgegeben werden, also die werden von zum Beispiel diese Citrix Online-Plugin wird von der Citrix-Installation mitgeknallt, da kann ich keine Version überprüfen, ob die aktuell ist, weil ich auch nicht gucken kann, welcher Versionsstand tatsächlich kommt. Deshalb sind die grau hinterlegt, ignorieren Sie die mal. Wichtig sind die Sachen, die unser Browser-Check Ihnen als gelb oder rot anzeigt. Da sollten Sie drauf achten. Der Browser-Check ist Betriebssystem, oder? Ja, ja, das Browser. JavaScript, ja, logisch, aber Java brauchen Sie keins. Nee, das war nicht insbesondere. Ich habe einfach nur von meinem Rechner mal, und da ist halt Citrix online drauf. Sollte man dann sofort irgendwie aktualisieren, weil ich genau. Ja, ja. Ja, also dann, das heißt, wenn es gelb oder rot ist. Dann drückt man auf den Knopf da hinten und dann kommt man dorthin, wo man hin soll. So. Wie viel Prozent glauben Sie, haben hier nicht alles grün? Da haben wir eine schöne Statistik. Leider habe ich jetzt hier in England drin, Deutschland ist 81% oder 82% aller Rechner laufen mit mindestens einer Sicherheitslücke rum, die rot ist. Rot heißt angreifbar und wir wissen, dass darüber auch tatsächlich Angriffe gefahren werden. Also nicht nur angreifbar, sondern wir wissen, es wird ausgenutzt. So, 80%. Wir haben hier eine Europakarte gezeichnet, weil wir sehr viele Besucher haben aus dem Ausland. Der deutsche Wert ist aller Voraussicht nach der tatsächliche Wert, weil wir da so täglich 4.000 bis 5.000 Nutzer drauf haben. Von daher gehe ich davon aus, dass dieser Wert stimmt und die anderen Länder nicht so besonders repräsentativ sind. Und ich glaube auch nicht, dass es da Länderunterschiede gibt. Denn das Update-Verhalten ist sicherlich in allen Ländern gleich, tendenziell bei 0. Also insbesondere, wenn der Endnutzer was machen muss. Ne? Wenn der Endnutzer was machen muss. Wer von Ihnen betreibt einen Server? Wann haben Sie das letzte Mal, haben Sie einen Debian-Server? Einen Webserver. Okay, kommt raus. Das letzte Mal apt-get install gemacht. Und irgendwie eine Notifizierung drin, ob der immer wieder, ob da irgendwelche Lücken da sind. Ein Nagios-Plugin oder sowas geschrieben, was guckt, ob irgendwas Neues da ist. Oder? Okay. Aber wir haben noch ein Spezial. Wir haben zum Beispiel NAS. Synlog? Nur eine Synology sein derzeit. Ja, aber ja, die Frage ist, der darf ja wahrscheinlich dann nie ans Doch, schön reinhängen. Es gibt nämlich den. Es
gibt nämlich dort auch den Synologic, oder Synlocker heißt der Kerl. Ja, ist an dem, man sagt ja immer, Malware gibt es nur auf Windows basierenden Systemen. Ne? Können Sie mal nachgucken, welches Betriebssystem auf Ihrem. Aber der verschlüsselt Ihnen halt auch mal ganz schön die ganze Platte. Und wenn Sie das halt, sagen wir jetzt mal, im Unternehmensumfeld bringen und haben kein Update oder merken es zu spät oder das Update wird überschrieben oder was auch immer. Oder das Geilste ist ja Updates auf dem gleichen System im anderen Verzeichnis. Backups, genau, nicht Updates. So, jetzt kommen wir langsam Richtung Initiative S. Was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, da fällt es den meisten Webseitenbetreibern auf, ups, da stimmt irgendwas nicht auf meiner Seite, weil da wird irgendwie was blockiert von Google oder von Firefox, wenn ich da selber mal drauf rumwühle. In der Regel ist dann die Kompromittierung je nach Durchlauf von Google 4 bis 6 Wochen schon drauf. Google kommt ja nicht jeden Tag vorbei und der Malware-Scanner schon gar nicht. Der läuft einmal in der Woche drüber oder einmal alle 4 Wochen. Wenn so eine Meldung kommt, dann ist höchste Eisenbahn. Was Sie hier sehen, ist halt im Endeffekt 2 Webseiten, die ich da mal so exemplarisch rausgepickt habe, um eben zu zeigen, dass es nicht die Pornoseiten sind dieser Welt, die Malware verteilen, sondern einmal oben habe ich wetter.com, kennt vielleicht jeder. Hier die Mac-Anwender, die haben es ja auch schön hart kodiert da in ihrem iPhone drin. Und was wir hier unten haben, und das war eigentlich eine richtig böse Nummer, das war download.lenovo.com. Das heißt, alle Lenovo, wenn sie da hingegangen sind, haben sie schöne Treiber-Downloads besorgen wollen auf der Herstellerseite. Waren jetzt nicht mehr so schön sichergestellt, ob sie sich da nicht den Kram eingefangen haben. Passiert täglich irgendwo auf groß hochfrequentierten Seiten. Diese, wenn das kommt, sehen es viele, viele Endkunden. Der Kunde nicht, weil Der Kunde merkt es auch. Aber in der Regel guckt er seine Webseite ja nicht an. Vielleicht. Aber das Problem, wenn das da passiert ist, ist, dass sehr viele Kunden, wenn man da jetzt nicht schnell genug agiert, und zwar innerhalb von 4 Wochen, fliegt man aus dem Index raus und der PageRank leidet auch darunter. Das heißt, die ganzen SEO-Optimierungsmaßnahmen, die man im Vorfeld gemacht hat, kann man gerade nochmal neu anfangen. Da gibt es etliche Geschichten. Außerdem steht es ja auch, wenn man Google sucht nach was Bestimmten, steht dann, diese Seite könnte Ihren Rechner infizieren. Aber wenn da was passiert ist, haben Sie in der Regel einen riesengroßen Schaden. Und die schönen Prozesse von Google, dass man sich da dann melden muss und muss dann ein Webmaster-Konto anlegen und warten, bis die Seite verschwindet, kann in der Regel 48 bis 72 Stunden dauern, nachdem Sie es gefixt haben. Also ich habe es schneller gemacht. Es war weniger als 24 Stunden kompliziert. Also Meldung fast gleichzeitig von Google und von Poster. Der Stundenversatz etwa. Dann haben wir mit 2 Leuten 8 Stunden angemessen. Dann waren die dann okay. Dann haben wir das Google gemeldet. Und dann war nach dem Tag am nächsten Vormittag war die Seite wieder auf. Also da war ich eigentlich. Dass es so schnell gegangen ist. Aber wie gesagt, das kann auch bei anderen Seiten anders gehen. Also ich kenne die Barcelona.de Seite. Ist ein Reiseportal für Barcelona. Der war auch kompromittiert, aber nicht selber kompromittiert, sondern eine Drittan-Applikation, die eingebunden war, so ein Ad-Rotate oder was auch immer. Und in dem Fall hat es wirklich 72 Stunden gedauert. Ist aber auch schon ein paar Monate her. Und das ist aber eine Webseite, die hat einen PageRank von 8. Da können Sie sich vorstellen, was da für Traffic draufkommt. Wenn Sie nach Barcelona googeln und wollen irgendwas, das ist immer der erste Treffer. Offizieller Verkäufer von den Tickets für FC Barcelona. Und lauter so ein Kram, also kann ganz schön bös enden. Genau, man fliegt raus. Und wenn man dann, aber durch das Rausnehmen des Schadcodes ist es ja da auch nicht getan, sondern da muss man ja im Endeffekt auch die Sicherheitslücke schließen, weil ansonsten hat man es rausgebaut und genau 5 Minuten später wieder drin oder mehrfach drin oder was auch immer. Das war es halt so, dass da kein Malware unten verteilt wurde in der Webseite, sondern dass auf der komplizierten Webseite eine Bank-Webseite, eine spannende Bank-Webseite nachgewiesen wurde.
Ach, eine Phishing-Seite. Gut, ist das Gleiche. Ja, aber die Webseite war kompromittiert, es ist kein Schadcode ausgeliefert worden. Es ist im Unterverzeichnis eben Phishing. Klar. So, was ich hier zeige, ist, wenn man einen Drive-By-Exploit hat, das ist das, was ich eben erzählt habe, was man in so einem Grafik einbauen kann oder auch in der E-Mail, dann ist es in der Regel in dem Bestandscode ein unscheinbarer, irgendwo im Quelltext. Bei dummen Bots, die da vorbeikommen, das Einpflegen, ist es meistens unten, ganz, ganz unten in der letzten Zeile. Bei Bots, die ein bisschen besser sind, die verstecken das schon mal ganz schön mittendrin im Quelltext und tarnen sich dann auch wie Counter-PHP, könnte man ja im Endeffekt tatsächlich drin haben. Ja, wenn man da nicht genau weiß, welcher Code da im Endeffekt kompromittiert ist, dann, oder der dann hinzugekommen ist, wird es schwierig. So, was Sie hier sehen auf der rechten Seite, ist so ein Versuch, Statistiken von dem, was wir mal gescannt haben. Aus welcher Kategorie kommen die Webseiten? Also, ist es Technologie, ist es Pornografie, ist es Dingenskirchen? Also versucht mal runterzubrechen. Eine Webseite, die Schadcode ausgeführt hat oder ausgelöst hat oder Phishing verteilt hat, in welcher Kategorie ist die denn untergebracht? Und der erste ist Technologie und Telekommunikation. Das heißt, die Webseite hat sich mit dem Thema Technologie und Telekommunikation beschäftigt. Ich habe mir das nochmal genauer angeguckt, weil ich gedacht habe, entweder ist das Internet nur voll mit Technikblogs und deshalb so hoch. Nee, warum der so hoch ist, sind die Downloadportale. Also illegale Downloads und so ein Kram oder normale Downloadportale, also auch, gehört jetzt auch chip.de dazu. Die machen jetzt, weil Adware ist im Endeffekt ja auch irgendwas, was da nicht reingehört. Ne? Also die spähen sie aus, da ist irgendwas drin, womit kommerzialisiert wird oder ein Browser-Toolbar in reingebaut wird, ohne dass sie es wollen. Das wird hier mitgezählt. Chip.de, Softronic, da gibt's, machen etliche kostenlose Download-Portale, dass sie versuchen, indirekt zu kommerzialisieren, indem sie eben noch was dabei packen. Meistens sind es irgendwelche Toolbars und ich habe mal einen Rechner gesehen, da waren 8 Toolbars untereinander geklatscht. Genau, das ist auch so ein, wie heißen die Dinger? So ein Netbook. So, aber an der zweiten Stelle sind wir dann schon 13% aller Webseiten, und ich habe auf Domains runtergebrochen, 13% aller Webseiten, die Schadcode ausliefern, kommen aus dem Umfeld Pornografie. Tja, das hat aber was mit den Cyberkriminellen zu tun. Warum? Internet is made for porn, sagt man ja immer schön. Die erzeugen Pornoseiten, bewusst. Pornoseiten werden generiert, dann wird auch mit SEO-Optimierung, genauso wie Sie als seriöse Webseitenbetreiber SEO-Optimierung machen, machen die Burschen das auch, wird dann eben wie der Fappening, ich weiß nicht, die haben sie sicherlich auch alle mitgekriegt, wird dann im Endeffekt New Video of Miley Cyrus Hardcore Porn SEO-optimiert. Und da ja Internet made for porn ist, googeln viele danach, neuer Treffer, klicken drauf, fangen sich Kram ein. Das heißt also gezielt, Cyberkriminelle generieren gezielt Content für den Nutzer, den sie attackieren wollen. Deshalb sind die Pornoseiten so hoch. Also nicht, weil Pornoseiten unseriöser sind, sondern die werden gezielt dorthin gelegt. Ich nutze seriöse Pornoseiten. Ja, so, und dann geht die... Und dann geht eigentlich die Kurve relativ flach herunter. Es kommt dann noch Wirtschaftsleben, die Kategorie. Dann kommen auch schon Blogs, Webblogs. Klar, WordPress, jeder installiert sich eins, schreibt da ein bisschen was, dann lässt er liegen und updatet es auch nicht mehr. Warum Wirtschaftsleben? Was ist Wirtschaftsleben? Alles, was mit Zeitungen zu tun hat, wird als Wirtschaftsleben kategorisiert. Und wenn mal so ein Ad-Netzwerk kompromittiert ist, dann trifft es halt nicht meistens nur eine Seite, sondern hunderte. Und dann wird es ziemlich flach. Und es bleibt auch konstant, es sind jetzt die Top 10, und das weiterguckt, es geht wirklich flach weiter, es trifft alle Kategorien durch. Also hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man sich Schadsoftware nur
auf unseriösen Seiten ab. Und was ist der Grund, warum so ein Kram da überhaupt auf die Webseite kommt? Naja, das gleiche wie beim normalen Rechner. Die Faulheit vom Anwender, was zu updaten, das Update-Knöpfle zu drücken, weil man es vergisst. Man hat nur testhalber mal einen Blog aufgesetzt, hat sich dann dafür entschieden, die Software nicht zu verwenden und lässt sie einfach auf dem Server mitliegen. Kennt auch wahrscheinlich niemand. Zugangsdaten, die zu sauber sind, zu eindeutig sind. So, Klassiker. Passwörter. Admin-Passwort auf dem Server. Passt alles? Passt alles? Aber das Beste ist rot-rot. Ich habe mal eine Liste aus dem Internet runtergeladen, wo sie so Passwörter drin hatten von den Servern, dieser Server mit dem Passwort und bla. Und habe mal eine Statistik drüber laufen lassen, da kann man so Excel klicken und findet, kann die einfach mal counten. Rot-rot war Platz Nummer 1. Dann kam Admin, Passwort, ne? Admin, Passwort, Root, Passwort und so. Also die Top-Dinger sind, also wenn ich hacken will, versuche ich es einfach mal mit Rot-Rot. Ich komme dann schon irgendwie aus Versehen rein. Ungeprüfte Einbettungen von Dritteinheiten. Das ist kompliziert. Ungeprüfte Einbettung von Dritteinheiten heißt, ich mache ein Plugin rein, suche jetzt nach irgendwas. Keine Ahnung, geht in die WordPress-Repository oder ins Joomla-Repository, sucht nach einer gewissen Applikation, denkt mir, ich installiere es mal, vielleicht ist es genau das, was ich brauche. Nee, das nicht, nehme ein anderes, lass es aber aktiv. Also bei WordPress das ist aktiv, wenn ich es da vergesse, wieder zu deaktivieren. Und dann habe ich mir irgendwas reingeholt, was vielleicht in 4 Wochen anders reagiert, als jetzt ist. Es gibt sehr viele Fälle, in denen das so ist, dass eine nutzvolle Anwendung nach einer gewissen Zeit ihr wahres Gesicht zeigt, weil der Programmierer beim nächsten Update eben eine andere Funktion einspielt. Counter, ein ganz beliebtes Ding. So Counter, die man unten reinsetzen kann, haben Sie sicherlich auch drauf oder nicht drauf. Diese Counter, die man unten einbettet, so und so viele Besucher waren drauf. Seit 10 Jahren aus. Moment, wir haben vor 4 Wochen. Was macht man? Oder dieses PageRank-Symbol. Ne? Meine Webseite hat PageRank 5. Ne? Sowas. So ein Initiative-S-Ding. Ja, ja, genau die Dinger. Genau die Dinger meine ich. Die werden irgendwann halt einfach mal, entweder wird die Applikation verkauft, weil der Anbieter den Kram selber nicht mehr betreiben möchte und verkauft dann seine Domain inklusive Service und er verkauft es an irgendeinen rumänischer Herkunft mit indischer Frau, so ähnlich. Also nee, er hat es an irgendjemanden verkauft und der macht dann eben unseriösen Kram und das, was er dann sieht, ist sehr viel Traffic auf eine gewisse Datei und legt die einfach dahin und da ist eben Schadcode drin. Das heißt, in dem Moment kommt halt der Schadcode auf ihre Seite drauf. In vielen Fällen hinterlegen die dann aber gar nicht mehr die Grafik, die ursprünglich dort gelegen ist, sondern es ist halt ein einmal ein großes Pixel. Die sehen sie dann nicht mehr. Transparent. Invisible. Genau. Ja, jetzt kommen wir zum Thema, warum ich hier eigentlich stehe. Ich möchte Ihnen auch so einen Counter anbieten, den Sie auf Ihrer Webseite einbauen können, aber um den Counter geht es eigentlich gar nicht, sondern dieser Counter oder dieses Logo soll eben nur dazu beitragen, dass viele Leute von der Initiative erfahren, so dass im Endeffekt viele Leute die Steuergelder, wie ursprünglich angedacht, auch dann ausgeben für den Zweck. Was macht die Initiative jetzt? Sie zahlen erstmal nichts für das Ding. Ne, sie haben es ja schon bezahlt über die Steuergelder. Die Steuergelder sind schon entrichtet. Das Wirtschaftsministerium war so frei und hat Kohle rausgerückt. Und wir führen einmal am Tag solche Scans durch. Also das Gleiche, was Google macht: Webseiten anfahren, gucken, ob auf der Webseite irgendwie Schadcode dort ist, der den Rechner
infizieren möchte, mit dem wir dort vorbeigehen. Das machen wir nicht per Hand, sondern mit Maschinen. Und manche Seiten wollen sie nicht wirklich angucken. Ich kann Ihnen mal so ein paar Seiten zeigen, die da eingetragen sind, dann sagen sie, um Gottes Willen, das ist ja 80er. Ich würde gerne mal eine ernsthafte Frage vielleicht schon zu Ihnen stellen. Geht das den hier Anwesenden auch so, dass in letzter Zeit häufiger Schularinstallationen angegriffen wurden? Ja. Das können Sie. Das ist nicht nur mein Erleben, ich hatte den Anwesenden, dass es so Nee, hat nichts mit Joomla zu tun, kann ich gleich sagen. Hat nichts mit Joomla zu tun. Ich betreibe sehr viele WordPress-Blogs. Die werden seit Anfang des Jahres extrem attackiert. Also ich würde mal behaupten, dass die Kollegen da draußen halt wieder gezielt sämtliche Monokulturlandschaften, die es da so gibt, versuchen anzugreifen. Und man sieht auch auf diese gezielten, also wenn man die zum Beispiel die Login-Frontends nicht an die echte Stelle legt, sondern legt die woanders hin. Ja, danke. Ja, vor allem, ne, das ist sonst Mini-Website von Kanzgruppe oder so. Ja, das ist die ganze Keine Ahnung, ein Dorf oder was. Da ist kein Traffic drauf, aber trotzdem. Also. Angreifer sind seit Anfang des Jahres sehr aktiv, das meine ich ernst. Also wir haben das auf extrem, was sehr stark gemacht wird von den Angreifern, sind DDoS-Attacken über ihre Webseiten ausgelöst, insbesondere über die Pingback-Funktion und die Trackback-Funktion, die werden gezielt angefahren und andere Webseiten damit attackiert. Das merken sie in der Regel auch gar nicht, weil das ist nur ein einziger Aufruf, der von ihrer Webseite aus ausgeführt wird, aber parallel dazu eben noch 40.000 andere. Eine Aufruf fällt Ihnen nicht wirklich auf. Dann wird es mit einem Botnetz gemacht. Sie können nicht IP-basiert blocken. Das machen Ihre Rechner oder die Rechner Ihrer Nachbarn. Ihre natürlich nicht, aber die Ihrer Nachbarn. Die attackieren das Ding. Kriegen halt eine Liste reingespielt, fahren da vorbei und lösen Trackback aus, indem du das und das ausführst. Und die zweite Variante, was Sie machen, Admin-Frontends, die an der normalen Stelle liegen. Also weil WordPress ist es eben schräger WP-Admin oder WP-Login PHP und fahren genau die an. Wenn man das anders macht, woanders hinlegt, wie original, ist man eigentlich schon meistens gut bedient. HTXS reicht immer. Ich würde es vielleicht noch ein bisschen anders machen, aber HTXS reicht. Bei Joomla gibt es auch noch die Möglichkeit, dass wir ja. Was man auch machen sollte, sind zum Beispiel User-IDs, die vom System ausgegeben wird. Der Admin-User braucht nicht Admin. Okay, aber bei WordPress eben noch nicht erledigt. Da hat der Admin-User eben die 1 und dann kann ich natürlich SQL Injects probieren und so ein Kram. 42 in alten. Ja, aber das Problem ist gelöst. Was finden Sie alles bei den Scans da? Ja, genau, das ist ja alles. Das kriege ich jetzt nur meinen Papa, was ich jetzt habe. Also momentan steht schön jeden Tag runter und wurde gescannt. Macht schon gut. Wenn das mal nimmer kommt, dann haben Sie eine Mail. Ja, nee. Also ich denke schon, ich erwarte mir den Vorteil, wenn Sie täglich scannen, heißt das ja, dass das gescannte Backup, das ich gemacht habe von gestern, mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit okay ist. Können wir das so? Ja. Wir haben generell drei Technologien, mit denen wir die anfahren. Einmal fahren wir die mit angreifbaren Windows-Systemen an. Also ich simuliere, als wäre ich ein Windows XP-System, habe einen Internet Explorer 6 drauf, mit aktiviertem Java in der Version 1.0. Fahr da an, bleib dann weichen stehen auf der Seite und guck, was mir da entgegenfliegt. Und wenn mir da irgendwie eine Datei entgegenfliegt, dann kriegen Sie eine Mail. Benutzt ihr da auch verschiedene Replikate? Wir kommen mit Echtsystem an. Mir ist neulich einer untergekommen, der sich nur zeigt, dass man sich als Superschieber ausmacht. Das, ja, ach so, ja klar, wir kommen mit Google angefahren. Also wir fahren mit mehreren an. Google,
Nee, User Agent, nee, das ist schon richtig, Referrer. Sie meinen Referrer. Nee, der User Agent ist unterschiedlich. Wir fahren halt mal mit einem Windows 7 System, mit einem Windows 8 System an. Wir kommen mal aus dem deutschen Telekom-Netz, wir kommen mal aus irgendeinem anderen Netz. Weil es wird, ist halt Malware, die halt auch nur ausgespielt wird, wenn aus bestimmten Netzbereichen man eben kommt. Also gerade Bankentrojaner, die in Deutschland verteilt werden sollen, wie sieht ein amerikanisches System nicht? Ja, der sollte eigentlich nur Backlinks anzeigen. Genau, das ist, also dann ist es in dem Moment, Black Hat SEO nennt sich sowas, das erkennen wir auch. Okay. Ja? So, also, im Endeffekt, oder auch Shells und so ein Kram, also wir auch wenn er sich tarnen möchte mit einer Fake 404-Seite oder sowas, oder einer Fake 403-Seite, erkennen wir die Vögel. Was wir auch machen, ist Phishing-Seiten, da kriege ich natürlich keine Datei angeschossen, die analysieren wir auch. Da haben wir separate Pattern gebildet gegen Phishing-Seiten von PayPal, von eBay, wo wir anfahren und wie ein Virenscanner eben über die Seite gucken und gucken halt, ob Charakteristiken entstehen. Wir setzen da erstens mal auf mehrere Antivirenprodukte von unterschiedlichen Herstellern, weil die nicht alle gleichermaßen erkennen. Und auf der anderen Seite auch noch eigenes Signaturbasen, wo wir gezielt Sachen bauen, die die AV-Industrie zum Beispiel nicht erkennt. Klassiker, den Sie nicht erkennen, sind die berühmten Defacements. Diese Webseiten, wo ein Hacker sagt, ich kämpfe für Freedom for Palästina und ich habe die Webseite gehackt, um die Message rauszubringen. Das würde ein Virenscanner nie erkennen. Das wird kein. Warum nicht? Klar, es wird niemand infiziert und auf der anderen Seite werden auch keine Nutzerdaten abgegriffen. Warum sollte er denn einen Virenscanner da jetzt warnen? Gegen solche Sachen bauen wir gezielt Pattern, weil da macht die AV-Industrie nichts, weil das ist halt eine Webseite, da steht es halt drauf. Also mit unterschiedlichen Antivirenherstellern arbeiten wir dort zusammen, mit denen wir die Webseiten anfahren, analysieren und scannen. Wir fragen auch die URL-Clouds von diesen Anbietern an, das war das, was die in ihren Endpoint Protections als URL-Sperre drin haben. Die fragen wir an, ob die Webseite dort gelistet ist und warum sie blockiert worden ist. Und wir arbeiten mit den Hosting-Providern zusammen. Wie, das zeige ich Ihnen gleich auf der nächsten Folie. Sie müssen gar nichts. Genau. Da kommen wir nämlich auch gerade dazu. Achso, das ist die alte Bezeichnung von Bot Friday. Anti-Botnetz-Beratungszentrum, das war der BSI-Name. Anti-Botnetz-Beratungszentrum. So, warum haben wir das gemacht? Weil wenn Sie die Webseite aufgerufen haben, haben Sie natürlich auch im Endeffekt vielleicht sich den Schädling eingefangen. Brauchen Sie vielleicht auch noch Tools, mit denen Sie die Schadsoftware von Ihren eigenen Rechnern runterkratzen oder von den Rechnern Ihrer Mitarbeiter runterkratzen. Deshalb haben wir unsere beiden Initiativen, einmal PC-Welt und Webseitenwelt, zusammengeschmissen, weil wir dann eben auch noch auf die Problematik hinweisen. Pass auf, du könntest selber ebenfalls infiziert sein. Ändere mal Passwörter. Scan mal deinen Rechner, mach mal deine Software up to date, mach mal einen Browser-Check mal wieder. So in der Form. So, und jetzt, wie gesagt, eine Zusammenarbeit noch mit den Hosting-Providern, da komme ich aber noch später dazu, um Ihnen zu zeigen, wie das läuft. Ja, was müssen Sie tun? Da ist so ein Schlitz. Aber wenn Sie die Webseite aufrufen, initiative-s.de, da geben Sie den Domainnamen Ihrer Webseite ein, drücken auf Anmelden oder auf, da steht jetzt Registrieren, das ist ein etwas älterer Screenshot, drücken Sie drauf und in dem Moment, wenn Sie drauf gedrückt haben, bekommen Sie eine Auswahl von E-Mail-Adressen, die Sie angelegt haben müssen oder eine davon angelegt haben müssen, an die wir was versenden. Das ist einmal Abuse-Ad, Info-Ad, Initiative-S und Webmaster-Ad. In der Regel hat man die drauf. Warum machen wir es so kompliziert? Weil wir sicherstellen wollen, dass der Admin der Webseite sich da einträgt und nicht irgendjemand. Dann möchten wir halt auch nicht irgendeine Lisa Müller, die vielleicht morgen das Unternehmen verlassen hat, dort drinstehen haben, sondern wir möchten den Role-Account und wir drücken die Role-Accounts, die man eh anlegen muss. Wenn man ein SSL-Zertifikat bestellt oder so ein Kram, müssen die eh existieren. Deshalb drücken wir in die Richtung, legst auch eine Abuse-Ad an und wenn du eine separate haben willst, dann nimm die Initiative S. Es gibt natürlich auch noch die andere Variante, dass Sie als Webdesigner das machen wollen, dann müssen Sie sich aber an uns wenden. Also dann gibt es noch die Möglichkeit, keine der vier E-Mail-Adressen kann ich machen.
unten eine manuelle Eintragung. In dem Fall machen wir den Prozess, der ähnlich von Google ist. Sie bekommen eine Datei, die Sie hochladen müssen, oder Sie bekommen ein Meta-Tag, was Sie in die Webseite einbauen müssen, um den Double Opt-in eben durchführen zu können. Dann machen wir die Änderung und lassen die Scans dann eben regelmäßig durch. Sie hören ansonsten von dem Service nichts. Sie kriegen keine Mails, keine Spam-E-Mails, keine Werbemails, noch nicht. Nein, Sie bekommen die nicht. Es ist eine reine Alarmierungsnummer. Das heißt, wenn Sie da von dieser E-Mail-Adresse Post bekommen, da ist Hallo. Nee, also es ist immer zu spät generell. Also, ne? Aber Sie sollten dann was tun und sollten es dann auch ernst nehmen. Da ist dann auch immer eine Telefonnummer genannt, wo Sie sich an uns wenden können. Wir unterstützen Sie dann dabei bei der Bereinigung der Schadsoftware, sofern es geht. Also wir gehen niemals auf Systeme drauf. Kostet schon was, aber da ist ja immer noch das BMWi, was es noch bezahlt. Ist auch schon bezahlt. Ja. Sie zahlen es jeden Monat, wenn Sie Ihren Gehaltscheck. Also der Eco-Verband hat bisher keinerlei Projekte gestartet, die wir am Schluss nicht weitergeführt haben. Also die Förderung vom Wirtschaftsministerium endet Ende dieses Jahres, heißt aber nichts. Bei botfrei.de ist die Förderung 2011 ausgelaufen. Wir betreiben es immer noch kostenfrei. Wir fragen unsere Mitglieder, ob wir es weiterführen sollen. Wenn die Mitglieder ja sagen, führen wir es weiter. Also es gibt nicht automatisch eine kostenpflichtige Sache. Nein, das schon gar nicht. Das ist ein Abo-Modell. Also Sie müssen dann, wir machen dann irgendwann eine Verifizierung per SMS. Sie müssen antworten und dann haben Sie ein Abo gebucht. Es gibt da auch keinerlei Das könnte eventuell, das kann tatsächlich ein Modell sein, wie wir es weiterfinanzieren könnten, wo wir dann vielleicht sagen, also Grunddienst, Scannerei ist kostenlos, wir bieten aber auch noch gegen Preis XYZ eine Zusatzoption an, die besagt, wir machen einen Pentest einmal im Monat oder whatever. Aber es ist nicht so, dass die Leute, die jetzt eingetragen sind, am Ende des Jahres rausfliegen oder auf einmal eine Rechnung geschickt bekommen. Also das, nee. Ja, das ist Initiative-SD. Genau. So, die Website eintragen, habe ich ja gesagt. Genau, wenn Sie dann eine Nachricht bekommen von uns, dann ist in der Regel immer erstens mal eine Hilfeanleitung drin, was tue ich als nächstes. Also der erste Punkt ist immer, bitte Ruhe bewahren, nicht irgendwie wie ein Hermann durch die Gegend springen. Dann wird eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mitgegeben. In der Regel ist das auf den Inzident schon, also auf das, was man auf der Webseite gefunden hat, tatsächlich schon zugeschnitten. Also es ist nicht eine Standardmail, sondern es ist schon zugeschnitten. Und wenn man dann damit nicht klarkommt, kann man sich immer noch an uns wenden. Wir gehen aber niemals auf Systeme drauf. Wir machen nichts am Endkundensystem. So, das war mein Projektantragsgrafik. Die anderen Grafiken sind alle nicht von mir. Also hier wird es dann ein bisschen technischer oder ein bisschen komischer von der Grafik. Was machen wir da? Also wie gesagt, regelmäßiges Monitoring. Und jetzt kommen die Hosting-Provider ins Spiel, die ich gerade eben gesagt habe. Wenn nämlich Sie als kleiner Mittelständler nicht nach 48 Stunden reagiert haben und unser System immer noch die Kompromittierung an der gleichen Stelle erkennt, dann petzen wir. Dann geht es an den Hosting-Provider mit der Information, Sie bitte auf andere Kontaktmöglichkeiten zu erreichen. Was der dann macht, weiß ich nicht. Also bei der Domain Factory weiß ich, dauert es 34 Sekunden, dann ist die Kiste down. Ich glaube ähnlich. Aber nein, ich finde das richtig. Ich finde das absolut richtig. Vielleicht meinen noch unterschiedliche Fälle, aber ich hatte Webseiten, die wurden durch DDoS angekündigt. Und die wurden angekündigt durch DDoS und sagt der Service, ich war kein Server. Nein, klar, Shared Server, wir kümmern uns darum, das ist bis morgen
geregelt. Das habe ich dem Kunden weitergegeben, das heißt, es ist übermorgen geregelt. Der erste, was genervt hat. Der zweite, wir mussten sie wegen des DDoS-Angriffs auf einen gesicherten Server legen. Da sage ich, ja, ist gut. Der deutsche Datenbankanbieter ging das nicht mehr. Ja, in so einem Kreis darf ich es ja erzählen, wenn ich das veröffentlichen würde, kenne ich bestimmt irgendwelche. Macht jeder Provider so. Da möchte ich die Mitwahl in Schutz nehmen. Da möchte ich die mit. Da möchte ich die. Nein. Das sind Sie. Es gibt genau zwei Möglichkeiten. Also, ich nehme euch in Schutz, ne, Mitwahl. Ich habe bei mehr als einem Hosting-Provider. Also, ich habe bei mehr als einem ISP gearbeitet im Hosting-Umfeld. Es gibt einen Riesenunterschied, bist du auf einem Shared-System, also auf einer gesharten Oberfläche, oder hast du einen dedizierten Server. Bei einem dedizierten Server einen Umzug machen, macht man in der Regel nicht, weil der hat ja eine IP-Adresse und so ein Kram. Und wenn du dann angegriffen wirst, wirst du halt angegriffen, ist dein Problem. So in der Form. Ne? Das Einzige, was dann vielleicht gemacht wird, ist, dass der Rechner aus dem Netzsegment genommen wird, wird vielleicht in ein anderes Datacenter, wo noch so ein paar Stressbacken drin sind, reingeschoben. So, das ist die Nummer eins. So, aber warum mache ich das? Stellen Sie sich mal ein Shared-System vor. Also bei einem der Provider, bei denen ich gearbeitet habe, ich möchte keinen Namen nennen, lagen 25.000 Kunden drauf. Und jetzt kommt dann DDoS angerollt und Ihre Webseite ist der Grund dieser DDoS-Attacke. Natürlich schalte ich sie ab, damit 24.999 nicht betroffen sind. Und natürlich schiebe ich Ihre Webseite auch auf so eine Kiste, wo andere Schnarchnasen drauf sind, die Ähnliches machen. Lassen Sie doch den Angreifer sich mit anderen Angreifern um die Bandbreite klopfen. Ich dachte auf Hinweis, es wurde der gesamte Reseller-Account mit einer zweistelligen Zahl Websites verschoben. Kann ich noch verstehen. Die Performance hat sich um den Faktor 5 verschlechtert, 3 bis 5 verschlechtert. Dann klappt das Backend nicht mehr. Also Mitweit gibt zwar irgendwie weiter. Das ist nicht nur bei Mitweit, ich habe es auch gehabt. Mit einigen Accounts auch so in so eine Quarantäne verschoben worden. Wissen Sie, wie wir das genannt haben? Bei meinem alten Provider, bei dem ich gearbeitet habe, hießen die Kollegen Lastschweine. Die wurden auf Kisten draufgeschoben. Lastschwein. Ja. Das war ein Skript. Oder wie das. Nee, die werden dann umgezogen. Oder wenn es eine größere Kiste war, dann wurde er auf eine Strafkiste verschoben. Das waren dann die Kunden, die in der Regel irgendwie. Die sich womöglich noch beschweren. Nein, die tatsächlich. Nein. Das wird dafür priorisiert. Nein, bei diesen Strafkisten, bei dieser Strafkiste wurden Kunden draufgelegt, die angefangen haben, irgendwelche Grundshops zu bauen, die Grundshops nie geendet haben, überlappend, und die Skripte dann irgendwie amok gelaufen sind und sich die Load nach oben geschoben hat. Da haben wir dann gesagt, okay, alle Nasen, die das machen, kommen auf die gleichen Kisten drauf, sollen sie gucken, dass sie mit dem RAM auskommen, so in der Form. Ich habe dann angerufen und habe gesagt, Entschuldigung, ich wollte das Backend verdammt, das braucht man über Gmail. Nein, dann müssen wir uns jetzt eine Mail für schreiben. Ja, gut, nur so. Als, so ist ich sag mal, gegen DDoS, wenn jetzt die Seite da nicht nur einmal irgendwie angegriffen wird mit sowas, da kann man vorsorgen. Da hat der Provider, sage ich mal, kann ja gewisse. Hat man auch bei der Funkgelegenheit, der ist ein bisschen teurer. Ja, na, kostet vor nichts. Ach, das hat der Funkgelegenheit. Also im kostenlosen Dienst, Cloudflare ist zum Beispiel nochmal DNS-Einstellung abändern und das war's. Die DDoS-Attacke ist 10 Minuten spätestens beendet. Also die DDoS-Attacke bei uns, bei den 20 Betroffenen, hat mindestens 36 Stunden gedauert. Ja, ich habe Ihnen eben von dem Fall erzählt, wo eine DDoS-Attacke 6 Wochen gedauert hat. Das kann doch der Provider nicht beeinflussen. Das Einzige, was die andere war, ja, wir können es versuchen. Es kommt aber darauf an, wie, es ist nicht bei jedem, nicht jeder DDoS, der da ankommt. Da müssen Sie vielleicht den Supporter auch in Schutz nehmen, der vielleicht nicht unbedingt immer die besten technischen Voraussetzungen hat, mit dem Sie telefonieren. Das kommt immer auf den DDoS an, der da ankommt. Wenn da aber eine, über eine 10 Gigabit Bandbreite oder was ich 200 Gigabit ankommt. Das ist bei allen. Wie, was wollen? Das ist bei allen so. Und wie gesagt. Nein, sie werden wieder runtergeholt, ab dem, wenn alles gut ist. Ja, das ist aber. Ja, aber die werden ja auch für mich zu planen. Nee, ich bin jetzt Spezialist in Domain-Software.
man muss ja mal verstehen, wenn jetzt der Server im ganzen Monat mit der Bandbreite, sagen wir mal, von 1 Mbit vollkommen ausreichend versorgt wird, und auf einmal kommt da so ein Ding nachher mit 10 Gigabit, dann cutten die sofort die Leitung. Das betrifft nämlich, so ein DDoS betrifft in dem Fall nämlich alle Kunden. Nicht nur die auf den Kisten liegen, sondern alle Kunden. Da wird das ganze Rechenzentrum global in Leidenschaft gezogen. Alle, die in dem gleichen Rechenzentrum sind. Das ist schon der Hammer, dass das Backend auch nicht mehr funktioniert. Und die zahlen immer noch weiter den gleichen Preis. Ja, den Festplattenplatz haben sie ja noch. Also Sie können, ich bleibe jetzt noch 5 Minuten. Dann. Aber okay, ich habe jetzt verstanden, dass es eine ziemlich harte Kiste auch für den Provider. Ja, ich kann noch mal auf eine von den ersteren Folien hinweisen. Räumen Sie ja Rechner auf oder sorgen Sie dafür, dass Deutschland die Rechner aufräumt, dann gibt es kein DDoS. Ja, das machen wir.